Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich heute wieder mal was Schönes aus dem Hause Agfa dabei. Ich fand's einfach nett. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ciao, ciao. Heute im Gepäck habe ich die Ambi Silette oder Silette. Ich weiß es nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Ich sage immer Silette. Erinnert mich so ein bisschen an Gillette. So ein bisschen rasieren. Sollte ich auch mal wieder. Ja, eine wunderschöne Kleinbildkamera und 35mm Film. Gemacht in Deutschland. Steht zumindest mal hinten drauf. Objektivtechnisch ist ein Agfa Colorasco Solinar Objektiv, maximale Offenblende 2,8 und 50mm Brennweite, also Standard. Ja, von 2,8 bis 22 geht die Blende, dann maximale Auslösezeit ist 500, also 500stel, Bulb, 1 Sekunde, 2 Sekunden, ihr kennt es, das doch, hier unten wird eingestellt und spannend, ausgelöst. Kamera funktioniert komplett mechanisch, ohne Batterie. Ist wunderschön, sowas mag ich. Mit Batterien ist es immer so eine Sache. Kriegt man die Batterien her? Wie viel kosten die Batterien? Alles drum und dran. Aber warum ich diese Kamera so interessant finde, aus zwei Gründen. Die Funktionen sind ganz einfach. Erstens finde ich hier diese Blende wunderschön. Hat was. Es schützt hier wirklich den Sucher. Und man kann hier wunderbar durchschauen. Und wieder zumachen, alles schick. Und dann hat es hier oben drei Einstellmöglichkeiten. Einmal 35, 50 und 90. Und ihr könnt euch nämlich jetzt vorstellen, was das ist. Da werden nämlich verschiedene Sucher eingeblendet. So, wie schaut der Bildausschnitt mit 35mm aus? Wie schaut er mit 50, was ja jetzt drauf ist, aus? Und wie würde es mit 90 ausschauen? Hat einen richtig schönen Vorteil, weil die Kamera hat Wechselobjektiv. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir heute mal was Neues. Ich tue jetzt heute einfach mal einen Farbfilm rein und dann schauen wir mal, was sie für schöne Bilder macht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute wenig Elan, einfach ein Video zu machen. Darum habe ich jetzt einfach mal die Fotos durchlaufen lassen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ohne großartige Kommentare. Das war einfach bloß bei mir hier im Dorf umeinander einfach mal ein bisschen spazieren gehen und einfach mal schöne Fotos machen. Ich habe mich auch, wie gesagt, extra für einen Farbfilm mal entschieden. Ich wollte zwar noch einen Schwarz-Weiß-Film durchjagen, aber dann habe ich mir gedacht, ach nee, komm. Zum Zeigen, was für schöne Fotos sie macht, reicht das doch. Und sie ist auch brauchbar. Sie ist eine schöne Kamera, hat ein Gewicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie jetzt nicht auf die Waage gestellt. Sie hat ein Gewicht, aber alles gut. Und ich kann also die Kamera schon jedem empfehlen, wer sie mag. Ist eine schöne Ergänzung für die Sammlung. Vor allen Dingen, wie gesagt, hier einmal mit diesem, sag mal, diesem Schutz und einmal mit diesem einstellbaren Bildsucher. Das finde ich sehr interessant. Ist mal was Neues. Gut, dann will ich hoffen, das Video hat euch gefallen. Die Fotos natürlich auch. Daumen nach oben ist eh klar. Bleibt es mir treu. Und obwohl es jetzt heute ein etwas kürzeres Video ist, habe ich mir gedacht, komm, muss ich immer so lang sein, denke ich mir. Bleibt es mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.